Emotionale Schmerzen sind unvermeidlich. Egal ob arm oder reich, emotionale Schmerzen sind unvermeidlich. Egal welcher Nationalität du angehörst, emotionale Schmerzen sind unvermeidlich. Egal wie alt du bist, egal wie viele Autos du hast, du wirst hier und da mal emotionale Schmerzen haben. Ich würde dir gerne etwas anderes sagen, aber das ist die Wahrheit. Niemand kann seinen eigenen vermeintlich negativen Emotionen entkommen. Aber wir können lernen, wie man mit diesen Schmerzen umgeht. Kurzzeitige emotionale Schmerzen sind unvermeidlich, aber Elend, sich aufgeben, sich hängen lassen, das ist optional. Das liegt an dir. Emotionen sind Energie und du kannst diese Energie nutzen, um dich und andere stärker zu machen, oder du kannst sie nutzen, um dich und andere zu schwächen. Ich rede nicht davon, Emotionen nicht zu fühlen, die gefühlt werden müssen. Ich sage dir nur, lass dich nicht hängen. Denn das spricht nicht für dein wahres Selbst. Wenn du das tust, bist du ziemlich gemein zu dir, in Anbetracht dessen, dass deine Seele unbesiegbar ist. Du bist die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens mit unendlich viel Energie. Kennst du das Energieerhaltungsgesetz? Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann nur von einer Form in andere Form umgewandelt oder von einem Körper auf andere Körper übertragen werden. Versuch also gar nicht erst, deine Schmerzen zu unterdrücken. Akzeptiere sie und dann transformiere sie. Wandle die Form der Energie um. Geh vom Schmerz zur Unbesiegbarkeit und erkenne, dass wenn deine Emotionen Energie sind, auch du in erster Linie Energie bist und nicht vernichtet werden kannst, durch was auch immer. Wenn das Leben auf dich zukommt und du das Gefühl hast, dass alles zu viel wird, ist es einfach, die Kontrolle einfach abzugeben und sich diesem Gefühl des Schmerzes hinzugeben, ein schönes Bad zu nehmen im Schmerz. Wer kennt nicht dieses Gefühl, die ganze Last dieser Welt auf seinen Schultern zu tragen? Und manche lassen sich dann fallen und andere wandeln diese Energie um und machen Kniebeugen mit dieser Last und trainieren ihre Muskeln. Also, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst, die Beförderung bei der Arbeit lässt auf sich warten, dein Geschäft läuft nicht wirklich, die Rechnungen häufen sich und du weißt nicht, wie du das alles finanziell stemmen sollst, dein Partner hat dich verlassen und jetzt fühlst du dich unvollständig. In all diesen Situationen ist es einfach, aber eigentlich ist es mega schwer und zieht unglaublich viel Energie, sich hängen zu lassen und sich vom Leben behandeln zu lassen, als wärst du ein Sklave. Nicht würdig. Aber alles, was du bist, ist das komplette Gegenteil. Du bist der Erschaffer, die Erschafferin deiner Realität. Also achte darauf, was du erschaffst. In jeder Sekunde deines Lebens. Jetzt sagst du vielleicht, aber ich bin so und mein Leben ist so. Es war schon immer so. Dann sage ich dir, nur weil du dir etwas nicht vorstellen kannst, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann frage nach Hilfe. Suche dir jemanden, der sich auskennt, dem du vertraust. Wenn du eine Sportart lernen willst, was machst du? Du suchst dir in der Regel einen Verein, einen Trainer und gibst dich mit Menschen, die einen Plan davon haben. Aber wenn es um Emotionen geht, dann macht das kaum jemand. Vielleicht ist es Zeit für ein emotionales Training. Du darfst anfangen, Stück für Stück die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Hör auf, ein Opfer zu sein, dich zu einem Opfer machen zu lassen. Und ich sage es dir noch einmal, hör auf, ein Opfer zu sein. Du bist ein kraftvolles Wesen mit unendlich viel Energie. Deine Seele ist unbesiegbar. Merk dir das.
Hör auf, dich vom Leben und von anderen Menschen rumschubsen zu lassen. Sei die beste Version deines Selbst. Achte auf dich. In der Sekunde, in der du bewusst merkst, was gerade passiert, wohin dich deine unterbewusste Programmierung gerade führen will, und zwar in den Opfermodus, kannst du gezielt dagegen steuern und die Energie verändern. Alles beginnt in dem Moment, in dem du Verantwortung übernimmst und dir sagst, ich kann aus diesem Leben machen, was ich will. Und niemand wird mein Schicksal beeinflussen, außer mir. Du kannst es aber auch sein lassen, dann werden andere kommen und versuchen, dich zu beeinflussen. Oder deine unbewusste Programmierung beeinflusst dich. Das, was du gelernt hast. Was willst du in deinem Leben? Du bist Energie. Egal was passiert, du kannst nicht vernichtet werden. Das Leben kann dich schlagen, beleidigen, vergewaltigen, bedrohen, misshandeln. Ja, du kannst sogar deinen physischen Körper verlieren, aber deine Energie kann nicht vernichtet werden. Und wenn du das begreifst, weißt du, dass du dein Leben steuern kannst, weil du diese Energie bist. Ja, und das sind alles Worte und immer leichter gesagt als getan. Aber mal ganz ehrlich, wann hast du dich mal einen Monat nur um ein bestimmtes Gefühl gekümmert, was dich blockiert, es analysiert, es zerlegt, es transformiert, Tag für Tag für Tag, oder beschlossen, dir Hilfe zu holen? Das ist emotionales Training. Sobald du dies tust, wirst du merken, es ist wie ein Fitnesstraining, wie ein Muskel, der Gewichte hebt und dann stärker wird. Fühlt man sich beim Training immer wohl? Manche ja, manche nein. Aber Tatsache ist, du reizt deinen Körper. Du erschaffst Mikrotraumata in der Muskulatur, die danach repariert werden, und zwar stärker als zuvor. Du schwächst den Muskel also zunächst, damit er stärker werden kann. Fang an, deine Emotionen zu trainieren. Und schneller als du denkst, wirst du unberührbar von all dem äußeren Blödsinn, der dich täglich aufbraucht. Deine Belohnung wartet schon am anderen Ende auf dich. Und das ist dein Leben in emotionaler Freiheit. Ist das nicht wunderschön? Du fühlst dich in dir angenommen und geliebt. Egal was ist, fang an und wichtig, bleib dran. Die Belohnung im Leben geht nicht immer an die Größten oder Mutigsten oder Klügsten, nein. Die Belohnung im Leben gehen an die Hartnäckigen, an die Entschlossenen. Die Belohnung gehen an diejenigen, die verstehen, was es bedeutet, niemals aufzugeben, bis alles wieder Sinn macht. Hey, lieber Zuschauer da draußen. Wenn dir dieses Motivationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst und ich pushe dich auf das nächste Level in deinem Leben. Danke, dass es dich gibt, und wir sehen uns im nächsten Video.